geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich den Titel dieses Antrages gelesen habe, war ich sprachlos. Situation an den Tafeln im Saarland, unsere Bedürftigen zuerst. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, unsere Bedürftigen, das sind alle Menschen, die hier im Saarland leben. Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Damit wäre alles gesagt, was es inhaltlich dazu zu sagen gibt. Aber, ich finde, dieser Antrag ist eine solche Ungeheuerlichkeit, dass er als das benannt werden muss, was er ist. Purer Rassismus unter dem Deckmantel sozialer Fürsorge. Sich in dieser Form mit diesem wichtigen Thema Tafel zu befassen, ist ein Armutszeugnis. Der Antrag entspricht genau dem Bild Ihrer Partei. Vorurteile schüren, ausgrenzen und spalten. Was für eine Schande! Was Sie hier machen, ist menschenverachtend. Damit zeigt die AfD-Fraktion einmal mehr, wes Geisteskinder sie sind. Wer sind denn unsere Bedürftigen? Wo ziehen Sie da die Grenze? Sind das Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit? Sind das Menschen mit deutschen Eltern? Sind das Menschen, die bereits seit 3 Generationen im Saarland leben? Dürfte ich nach Ihrer Definition zur Tafel? Ich erkläre es Ihnen. Für die Tafel zählt ausschließlich die Bedürftigkeit und nicht die Herkunft eines Menschen. Indem Sie aber Armutsbetroffene gegeneinander ausspielen, tragen Sie aktiv und mit voller Absicht zur Spaltung unseres Landes bei. Aber genau das wollen Sie ja. Die AfD hat immer wieder bewiesen, dass sie nicht daran interessiert ist, Politik für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu machen, sondern von Krisen und Spaltungen politisch zu profitieren. Das hat im Übrigen eben auch noch mal das, was Sie hier zu Besten gegeben haben, bewiesen. Schämen Sie sich. Das wollte ich jetzt erstmal grundsätzlich zum Antrag sagen. Im Übrigen tut unsere Landesregierung bereits sehr viel, um die sozialen Härten der aktuellen Krise abzufedern. Ich möchte hierfür exemplarisch auf die Winteraktion verweisen. Rund 1,7 Millionen Euro werden in die Hand genommen, um die sozialen Härten dieser Krise abzufedern. Damit werden Maßnahmen ergriffen, damit niemand in diesem Land hungern oder frieren muss. Kirchen, Kommunen und Sozialverbände werden bei der Eröffnung der Wintercafés, die es in allen Landkreisen geben wird und in denen kostenlos Essen angeboten wird, unterstützt. Für Winterquartiere wird Geld zur Verfügung gestellt, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken. Außerdem wird eine Notfallhotline eingerichtet und die vorhandenen Beratungsstrukturen gestärkt und personell aufgestockt werden. Ganz konkret sollen auch kleine Hilfsstrukturen gestärkt werden, insbesondere wie Tafeln, Kältebus, Ingos kleine Kältehilfe und viele mehr müssen nämlich insbesondere gestärkt werden, damit sie die zusätzlichen Aufgaben meistern können. Sie sehen also, unsere Winteraktion setzt an vielen verschiedenen Stellen an, um alle Menschen im Saarland, unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig von ihrem Pass, bestmöglich in dieser Krise zu unterstützen. Übrigens noch ein Tipp, man kann sich dort ehrenamtlich engagieren, denn die Winteraktion richtet sich an alle. Auch Sie können also Winterhelfer werden. Damit würden Sie
mal zur Abwechslung wirklich was zur Gesellschaft beitragen, meine Herren von der AfD. Und ja, die Krise trifft viele besonders hart, so auch die Tafeln. Das möchte auch niemand bestreiten, aber genau deshalb wird im Saarland daran gearbeitet, die Tafeln zu entlasten. Unsere Landesregierung ist hierzu bereits in intensiven Gesprächen mit den Tafeln. Sie sollen noch zusätzlich mit 80.000 Euro unterstützt werden. Sie brauchen jetzt nicht jeden Satz von mir zu kommentieren. Hören Sie doch einfach mal zu. Das hat was mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Aber das sind Fremdwörter für Sie. Kleine Lebensmittelausgabestellen sollen auf- und ausgebaut werden, um die Tafeln zu entlasten und mehr Menschen im Saarland zu unterstützen. Außerdem wird das Sozialministerium Masken und Schnelltests an die Tafeln spenden und Energieeinsparungen unterstützen. Sie sehen also, wir setzen alles daran, dass wir alle gut diesen Winter überstehen. Natürlich wird es nicht einfach und natürlich kann auch die Politik dies allein nicht stemmen. Wir sind dafür auf die Verbände, die Kirchen, die Zivilgesellschaft, kurzum auf alle angewiesen und vor allem auf Anstand. In diesem Sinne möchte ich Sie, insbesondere die Herren von der AfD, noch einmal einladen, mitzuhelfen, dass alle Menschen im Saarland gut über den Winter kommen. Sie müssen ja nicht gleich wie St. Martin werden und Ihren eigenen Mantel teilen. Aber vielleicht könnten auch Sie ein Licht in der Hand halten, weil die Not Sie erschreckte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Glück auf.